Los. Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil vom LS17 Wild Farming Projekt hier zusammen mit dem Sachsen-Let's Player McManus, Ansgar von NordrheinTV Play, Guden und Werner von Burning Gamers. Moin. Hallo. Hallo. Hi Leute. War witzig, entweder alle gleichzeitig oder keiner. Ist es endlich soweit, Renny? Noch nicht, war gerade zu viel. Noch Kräuterbutter essen. Also, das letzte Stück Kräuterbutter mit Eimer reingeschüttet. Nee, das war der Dampf. Ja, sag ja. Schädlich. Ach, solange du mir keine Langzeitstudien vorlegen kannst. So, wir waren beim Thema heißes Wasser und Kaffee und so in der letzten Folge. In den Schritt schütten. Bitte? In den Schritt schütten. Ja. Also, ja. Kaffee ist gut. So, also, da habe ich tatsächlich auch schmerzliche Erfahrungen mitmachen müssen. Das war vor 5 oder 6 oder 7 Jahren oder so. Keine Ahnung, da wollte ich meinen Eltern, da war ich einfach auch mal nett. Bin ich extra früh aufgestanden, meinen Eltern schon mal so einen schönen Kaffee zu machen. Die haben immer morgens Kaffee getrunken, wie das vermutlich viele machen. So, und dann habe ich irgendwie... Darf ich eine Frage stellen? Ja? Wie alt warst du? Das ist schon echt lang her. Das war dann mit 10 oder 11 oder... Okay. 12 vielleicht. Habe ich für meine Eltern auch aber zu Frühstück gemacht. Ich aber, auch. Ja. Alter, was machst du denn? Okay. So, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich irgendwie, weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie habe ich dieses frisch gekochte heiße Wasser mir einmal komplett über meinen Körper quasi, also auf den Bauch geschüttet und habe mich da echt verbrüht. So. Ich natürlich dann am Schreien. Damit waren meine Eltern dann auch wach. Ne? Brauchen die keinen Kaffee. Das war die Überraschung, war auf jeden Fall gelungen. Und dann verfärbte sich mein Bauch auf einmal so grünlich und überall blutete es und es bildeten sich so Brandblasen und ich immer noch am Schreien und so. Und dann haben wir es irgendwie gekühlt, aber es wird einfach nicht besser. Und dann sind wir noch ins Krankenhaus gefahren und dann haben die mich dann noch verarztet. Aber das war wirklich, und ich sehe es heute noch, also die Stelle sieht man heute noch an meinem Bauch, an der ich mich verbrüht habe. Es ist mittlerweile ganz gut verbrannt eigentlich. Verbrüht halt. Das ist ja keine Verbrennung, sondern eine Verbrühung. So. Habe ich aber auch mal hingekriegt. Weil unsere Mikrowelle, als ich früher klein war, irgendwas wollte ich warm machen. Ich glaube Suppe oder sowas. So eine Brühe oder so. Und dann hatte ich die halt in der Mikrowelle drin und ich musste mich halt ziemlich strecken, um an die Mikrowelle dran zu kommen, weil die halt so über der Arbeitsplatte in dem Regal ist, weißt du? Kennt man ja so aus der Küche. Und dann bin ich da halt nur so gerade eben drangekommen und dann habe ich halt beim Rausnehmen so ein bisschen den Teller angewinkelt. Und dann kam mir die Suppe halt entgegen. Au. Aber ich habe mich nicht so... Aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie du das meinst. Ja. Ich habe nur so ein bisschen den Arm irgendwie so rot gehabt. Ja, okay. Ja gut, das geht ja dann noch. Also keine Brandblasen. Ich meine, es tut auf jeden Fall weh, aber... Also verbrennen oder verbrühen oder was auch immer ist echt was Schlimmes. Ansgar? Bist du hier Mikado? Nee, das war so unordentlich. Achso. Versuche das gerade zu ordnen. Kann man den querliegenden rausziehen? Ja. Naja, sieht ganz gut aus hier. 2 Felder haben wir fast abgehandelt. Und schon wieder neu bestellt. Ja, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Wie sieht's mit dem Forst aus? Anhänger wieder voll? Wir sind dabei. Wie viele Baumstämme schafft ihr eigentlich da drauf? Von den ganz, ganz großen, wie groß die Bäume waren. Ja, legt ihr nur eine Reihe oder stapelt ihr doch übereinander irgendwie? Das geht nicht so optimal bei diesen Hängern. Stapeln ist sehr schwierig bei dem Anhänger. Weil du zu hoch machst, so Glückssache. Fällt es auf der anderen Seite wieder runter. Doppelt. Das Einzige, was du machen kannst, ist gucken, wie breit er ist. Vielleicht Meterstücken schneiden und die quer drauf. Aber die bringen dann nicht so viel Geld. Das stimmt, ja. Die bringen natürlich weniger Geld, ja. Und das ist deutlich weniger. Wenn ich überlege, dass da 2 Bäume vorhin oder 3 Bäume irgendwie 9.000 gebracht haben, was ja wirklich viel Geld ist eigentlich. Das ist richtig viel Geld. Nur weil sie ganz waren, ne? Das ist der Wahnsinn eigentlich.
Habt ihr sie in den See gefahren? Nicht, aber halb oder so. Habt ihr sie ins Wasser gefahren? Guten hat sie weggebracht. Ins Wasser, Guten? Ja. Ja, weil das bringt, glaube ich, am meisten, ne? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das tut sich nicht. Aber keine Ahnung. Nicht ausprobiert. Also, ist auch schwer zu testen, weil Zuschauer man zwei perfekt gleiche Stücke bräuchte. Ja. Ja. Ja, wo es gibt ja gleiche Bäume. Ja, aber die brauchen ja denselben Durchmesser und dieselbe Länge. Müsste man dann vielleicht mit dem Ponzel schneiden oder so. Ja. Wenn man das testen will. Ich hätte einen Wunsch, aber ich traue mir nicht, den zu äußern. Zweiten Kirche. Dann lass es. Hä? Wieso einen zweiten? Für Medien gibt's immer. Bin gespannt, Werner. Ich hätte gerade einen Timber-Anhänger. Lol. War klar, dass das so losgeht. Es war vollkommen klar. Ja, du siehst, dass wir nehmen was gleich die Kettensäge weg und dann kriegst du eine Laufsäge. Der absolute Horror hier. Danke, dass ich das sagen muss jetzt hier. Also, weißt du, ihr wollt immer Geld, ne? Aber da muss man auch mal investieren, Leute. Wir brauchen mal ein vernünftiges Werkzeug hier. Der Kerl kann verkauft werden, den brauche ich nicht. Aber so ein Timberanhänger, ne? Könnte man schon was mitreißen. Ja, weiß nicht, das passt irgendwie nicht so ganz zu unserem restlichen Forst-Equipment. Der kleine Frontlader und die Stiel. Wenn, dann müsste der kleine Forstanhänger sein, aber der ist noch, ja. Oder halt der Samsung. Was kostet dieser kleine Rundwagen? Also der ganz kleine mit dem Kran dran? 40, 50? Irgendwas 43 Steuern. Nee, der Timber, der kostet 17, ne? Da wäre aber Feierabend hier. Ja, und Dolly brauchen wir halt noch. Dolly, aber dann. Ach, ja. Den wollt ihr? Na lol. Wer soll denn das Ding ziehen? Ja, du? Okay, ist kein Problem. Das ist dran und gib ihn. Wenn es einer schafft, ne? Na komm. Dann bin ich's. Nicht ich's. Werner, ich fahre das gerade mal weg, ja. Das bringt nichts, wenn wir das hier mehr beladen, ist, weil das fällt alles wieder runter. Ja, oder ihr müsst so machen, an der Zugstrecke Bäume fällen und dann direkt in den Zug einladen und dann zum Sägewerk fahren. Hab ich auch schon gedacht, ja. Dann müsst ihr die halt dann über den Kran ausladen. So, ich werde jetzt den IHC hier abstellen und werde mich definitiv einer anderen Arbeit wie dem hier widmen. Kannst ruhig rund um leuchten, das machen. Willst du mal in den Forst? Ja. Tauschen wir mal. Ah ja. Das ist ein taktischer Zug von Werner. Das ist so nicht ganz richtig, ne? Jetzt kann Tino seine 4 Anhänger pro Folge vorlegen. Jo, viel Spaß, Tino. Aber ich verstehe gerade nicht, wo steht denn der Anhänger? Der ist gerade weggefahren vom Mr. Ansgar. Ach so. Läuft nicht hier wieder alleine? Also jetzt, ne? Ich mir mal Gedanken machen. Ist doch nicht. Schönen Dank auch, ne? Mann, ey, das kann nicht wahr sein. So, warte mal, dann deaktivierst du das hier erst, ne? Du machst jetzt hier den Grill an und fertig ist die Laube, ey. So. So. Wer fährt den Drescher? Meine Wenigkeit. Ist noch was drin? Nö. Bist du fertig? Nö, runter. Ah, okay. Nee, da oben haben wir doch 2 Felder geerntet gehabt, oder? Achso, gut, da wäre jetzt auch noch den. So, jetzt bin ich auf Weg nach unten, also 12 müssen wir da noch machen. Boah, jetzt muss ich in die Holland fahren. Ansgar, wo fährst du die Bäume jetzt hin? Zur Dings, wie heißt das denn hier? Zur Schreinerei oder was das ist? Schreinerei. Sägewerk, genau. Ist also doch auf der anderen Seite der Karte, oder? Ansgar? Ja. Ja. Aber dann bist du der Erste, der nach mir drin sitzt. Oh. Guter Tausch, Werner. Danke dir. Jo, ist kein Problem. Ohne Wiedergabe, ne? Hat mir früher mal gesagt beim Fangspielen. Sehe ich jetzt hier und pimmel hier die Folge ab im Forst. Na, ist egal. Dann säge ich einfach alle Bäume um. Ja, mach das doch. Du kannst ja schon mal vorbereiten. Hast du schon mal so einen richtigen Polter da, so weißt du? Warum fallen die Bäume eigentlich nicht mehr um in LS17? Die fallen bei mir eigentlich gut um. Wenn du die, normalerweise hast du dich davor gekniet, hast die Säge. Ja, du musst die Säge auch anmachen, ne?
Ja, ja, hast die Säge um 90 Grad gedreht und hast geschnitten und dann sind sie eigentlich immer links von dir umgefallen. Also sie sind immer nach links gefallen von der... Machen sie aber jetzt auch. Nee, ey. Bleiben sie stehen. Oder fallen gerade runter in die Erde rein. Was machst du da? Ja, du bist dort gestochen, du. Es ist einfach ein Bug, dass du dich nicht bewegst. Also teilweise fallen sie um, teilweise eben nicht. Es ist ja so, der sinkt ja nicht richtig. Ach so, ne, du standst einfach nur daneben und hast gar nichts gemacht. Also da Synchro-Bug, du bist irgendwo anders. Ich glaube, das Kärchen wird gar nicht angezeigt, oder? Ja, hörst du es nur. Alter, was macht ihr denn hier? Aber das Saubermachen funktioniert generell nicht so ganz so gut auf dem Dedicated-Server, hab ich so den Eindruck. Zumindest hier nicht. Bei mir auf Community-Server ging es eigentlich letztens. Was funktioniert nicht? Also... Der wird nicht sauberer bei mir oder in Holland. Bei mir hat alles problemlos funktioniert. Bei mir auch. Hast du den angemacht? Hast du den angemacht? Ja, ja. Ich und bin schon seit einer Stunde am Wasser verschwendet. Hab schon ein paar Tausende ausgegeben. So. Wenn ich die Spritze reinhalte, dann geht's besser. Wer von euch hat denn eigentlich schon Schnee? Nö. Nee. Bei uns hat's heute ein bisschen geschneit, aber eher so, naja. Ende der Woche soll's, glaube ich, in vielen Regionen schneien, ne? Ja, ich glaube, hier dauert's nicht mehr lange. Frag mal doch mal anders, wer von euch hat Winterreifen? Achso, nee. Hat jeder von euch Auto? Nee. Ja. Also ich habe Winterreifen. Du hast Winterreifen drauf? Ja. Vor zwei Wochen. Wie sieht's bei dir aus, Werner? Ja, bei uns ist Winterreifenpflicht ab 1. November. Ach, ihr habt direkt die Pflicht ab 1. November? Ja, wir haben die Pflicht. Okay. Das gibt's bei uns noch nicht. Ist es doch nur so, dass wenn du Unfall baust, hast du dann Teilschuld, du nicht, wenn du keine hast oder so. Mhm, genau. Ich finde das immer so dermaßen dämlich, die Autos, die du dann siehst im Winter. Es ist eisig glatt, überall Schnee. Und da siehst du ein Auto, so ein Opel, keine Ahnung, was, der Sommerreifen drauf hat und einfach nicht vorwärts kommt. Und der Mensch, der drin sitzt, versucht ganz verzweifelt irgendwie vorwärts zu kommen, aber du weißt, es ist ausweglos, dieser Kampf. Das ist so dämlich, wieso die Leute es nicht drauf tun. Aber ich glaube, wenn es so weit ist, dass du gar nicht mehr vorwärts kommst, der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen auch nicht mehr ganz so groß. Ja, oder die dann... Es gibt ja auch die irgendwie immer mal so den Grip verlieren irgendwie. Es ist halt einfach dämlich, im Winter mit Sommerreifen zu fahren. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist auf alle Fälle, ja. Wobei, man muss dazu sagen, auch das Fahren an sich sehr viel ausmacht. Also es gibt tatsächlich... Situationen, wo du, wenn du anders fährst, meinetwegen diesen Hang oder diesen Berg hier raufkommst, also wie wenn du jetzt Scheiße fährst, wenn man es einfach so mal sagen kann. Auch das Fahrzeug spielt eine große Rolle. Das ist auf alle Fälle. So. Das sind einfach mehrere Faktoren, die da auf... Ja. Na gut, mit so einem IAC kommst du halt überall lang, ne? Ja, da juckt nicht. Nee, aber wie gesagt, das Fahrzeug spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich weiß nur, das Schlimmste früher war für mich immer im Winter mit dem Moped. Oh, das ist... das ist hart. Ja. Und wenn dann so der Schnee lag, du bist so alle 50 Meter hingefallen. Wie soll ich auf, Männchen? So kaum die 8 km/h erreicht, Batsch. Ich hab wirklich mal eine Strecke gehabt, da war komplett schneebedeckt, da war gar nichts geräumt, nix. Also das war so richtig so überraschend. Und ich bin wirklich mit dem Moped, gut, man muss dazu sagen, es ist ja auch unheimlich cool, wenn das Hinterrad durchdreht, ne? Und bin dann mit dem Moped wirklich so auf einem halben Kilometer dreimal hingefallen oder so. Und, okay. Aber halt nicht doll, ne? Einfach immer nur so weggerutscht, Batsch. Ja. Und ich musste dann schon selber lachen. Das ist, das war. Aber es also hat du warst immer... früher so ein Motorrad drauf. Wenn man Motorrad war das ja nicht. Ja. Wenn du dann noch so einen Vater gehabt hast wie ich, der dir dann gesagt hat, oh, kauf dir doch einfach Schneeketten. Bis Moped. Ja. Geil. Also selbst der Vater hat dich schon verarscht früher. Los. Ja, das gibt es. Das habe ich schon mal gesehen. Nein, aber wie gesagt, also so mit dem Moped hier, das war schon... Oder so dickes Bike-Reifen.
Beigreifen. Ja, aber du warst früher schon froh, dass du so ein Moped leisten hast können, ne? Da war es uns Beigreifen einfach nicht drin finanziell. Da hast du auf der Straße auch ja. gefahren. Ja, vor allen Dingen, da kannst du dich, glaube ich, auch gut mit verletzen. Ja. Also auf alle Fälle. Hingefallen, das Moped dreht sich, das Spike dann liegt kein Schnee in die Fresse. Und du machst dir mit den Spikes den Reifen kaputt. Und dann hast du da, weiß ich nicht, für teuer Geld ein stimmt, also die Spike, ja, das stimmt, ja. Die zerstören sich ja dann selbst in dem Sinne. Na gut. Wie habt ihr denn hier alles ein Moped eigentlich aus der Runde? Also ich hatte nie eins. Ich hatte, ja. Ich hatte auch. Ich hab grad so einen Roller, so, ja. Also das war. Ach, du auch? Nur so ein Automatikgedöns halt, ne? Ach, der Heimatland. Also das war das erste, was. Also, ich wollte unbedingt, sobald die Möglichkeit bestand, wollte ich mobil sein. Und das war halt mit 16 mit dem Moped, ne? Ja. Das war mir wichtig, einfach unabhängig von A nach B zu kommen. Okay. Bei mir ja, auch wegen der so. Arbeit. Das ist ja dann das nächste. Also, arbeitstechnisch dann. Ja. Na gut, ja, wir sind auch schon wieder am Ende von dieser Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 Wild Farming Projekt angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn der Teil euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video positiv zu bewerten und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.